Hallöchen Radsportfans und herzlich willkommen zurück in unserer Pro Cycling-Serie mit Erik Zabel, wo wir hier drei Etappen hintereinander beim letzten Mal gewonnen haben, beim Giro d'Italia. Und jetzt stehen die nächsten drei Etappen an. Eine Hügeletappe seht ihr hier, da hat Zabel Potenzial zu gewinnen. Flachetappe hat er sowieso Potenzial zu gewinnen, die aber wieder mit 236 Kilometern sehr, sehr lang ist. Und dann haben wir hier das lange Hügel-Einzelzeitfahren. Da haben wir jetzt natürlich nicht Potenzial zu gewinnen. Das Interesse hat sich mal wieder entwickelt. Jetzt machen wir alles weg. Und dann gehen wir rein in die siebte Etappe des Super Giro d'Italia. Ach ja, stimmt. Interesse ist schon wieder entwickelt. Das waren jetzt die drei Siege, die wir eingefahren haben. Rottenberg und Femmel Fort haben nur sehr gute Frische eingefahren. Aber nach diesen drei Etappen in dieser Folge gibt es ja wieder einen Ruhetag. Da können die beiden sich wieder entspannen. Hier bei den Favoriten stehen wir diesmal nicht dabei. Oh, das deutet auf eine schlechte Form hin. Und ein Zoom auf Erik Zabel, Favorit der Redaktion. Zabel wird sein Trikot als bester Nachwuchsfahrer heute nach Kräften verteidigen, indem er bis zum Ziel an den Anführern kleben bleibt. Und dann am Ende dann die Etappe gewinnt. Hello and welcome. Day 7 of the Tour of Italy sees the riders turn northwards. This hilly stage begins at 32 meters in Vasto and finishes at 705 meters in L'Aquila. So the overall slope of the 180-kilometer route is upwards. There are King of the Mountain points to be gleaned at Ripa Teatina, as well as at what constitutes the top of the 7.5-kilometer Svolte di Popoli hill climbing circuit. That section averages out at about 6.5%. From there, it's on towards the line across the remaining 42 kilometers. Nothing difficult. But there's a sting in the tail with two short, steep climbs, including the final ramp to the finish. Ja, und damit herzlich willkommen zur siebten Etappe des Super Giro d'Italia hier. Wir haben doch plus eins eingefahren, also keine miese Form bekommen. So, lass mal kurz überlegen. Der Rottenberg, 61 am Hügel und nur 68 in der Ebene. Ja, der hat miese Form. Also es macht eigentlich keinen Unterschied, wen wir hier nehmen. Dann Bewachsuma Bardet. Und die beiden. Na, Merlier ist eigentlich besser. Dann beschützt Roddenberg hier unseren Merlier. Und dann sind wir auch schon wieder fertig. Ich glaube, ich lasse erstmal die anderen Teams Power fahren, wenn sie denn wollen. Bardet ist schon hier. Die anderen sitzen weiter hinten. So, und auf geht's. Wenn dann keiner führen sollte, wenn hier die Angriffsphase zu Ende ist, dann schicke ich doch einen rein, aber so entspanne ich mich erstmal mit meinem Team ein bisschen. Noch sind wir ja auch nicht in den Breakaway! Bergen und In all unser Team probability it won't come to much, but who knows? Breakaway at the front! ist nicht gerade ein gutes Bergteam. So, die haben wir mal platziert. Dann nochmal in die Action rein hier. Hier sind sechs unterwegs. Die nächsten versuchen sich, aber das Feld zieht an. Und das habe ich mir halt gleich gedacht. Deswegen habe ich keinen reingebracht. Fange auch schon fleißig an, hier rot zu blinken. Borghioli und Dainese sind schon da vorne. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das sah es wieder nur so aus. Nee, da ist Borghioli. Okay, bei Dainese sah es doch so aus. Ah, aber hier, Merlier ist schon fast da. Er zieht auch Some richtig team durch. managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Dainese, das Tempo ist gerade ein bisschen weniger. Komm mal da ran. Oh, haben wir schon mal zwischendurch das Team gesammelt. Jetzt müsste Bardet am besten aber noch ein Stück zurück. Ja, das sieht gut aus. Dann noch mal einmal auf deinen Nessel draufklicken hier, damit der auch einen Tick zurückfällt. Ja, Borghioli sitzt auch super. Das Tempo ist auch raus. Der würde ich sagen, ich cutte euch das raus und kurz hier vor dem Kategorie 2 Hügel, der glaube ich eher ein halber Berg ist, nehme ich euch wieder mit rein. So Leute, ich nehme euch wieder mit. Wir sind auf der Anfahrt hier zum Kategorie 2 Berg, würde ich mal sagen.
Schon alleine wegen dem Ladebildschirm. Deswegen ist Zabel wahrscheinlich bei den Favoriten auch nicht. Es ist erst Ebene gewertet und dann Berg und dann kommt erst die Hügelwertung. Er fängt halt auch sehr, sehr hart an und wird dann am Ende ein bisschen weicher. 1,5 Minuten noch etwa nach vorne. Ja, erstmal von Jumbo einen Block gekriegt. Nächsten Block. Ja, fahrt mal immer wieder alle vor Erik. So, mit dem habe ich gerade eben nochmal Wasser geholt und jetzt ist er auch schon echt fertig. Dankeschön. Ja, noch geht's bei Erik. Im Moment ist am roten Balken noch nichts zu sehen. Nächste vor die Karre gefahren. Jetzt ist er erst wieder an der Position, wo er mal war. Jetzt blocken, glaube ich, die eigenen Leute mich hier. Dainese und Wang. Ja, er rutscht immer ein bisschen weiter durch hier. Oh, jetzt zieht sie nochmal an. Jetzt dürfte gleich der Rote anfangen zu leiden. So, du hast es auch hinter dir. Auch nochmal am besten Dank an dich. Oh, er ist alleine unterwegs. Fahr mal 55. Schnell wieder zu Erik. Wang hat's auch hinter sich. Eieiei, die jagen hier aber auch den Hügel hoch. Das reißt gleich komplett auseinander. Hier vorne sind sie auch schon alle am Wackeln. Ah, Erik hat den überstanden. Sehr schön. Tja, jetzt ist irgendwie Dainese anscheinend doch besser drauf. You can read the pain on the faces at the back of the peloton. There's a growing number of riders left behind. Gönn ich mir für den Rest Dainese hier. Ja? Drei Leute zurückgefallen, zwei davon vor die Karre gefahren. So, Erik, jetzt müssen wir am besten versuchen, noch ein bisschen Geld wieder zurückzubekommen. Ja, kratzelt so langsam nach oben, der Gelbe. Aber gut, dass Bardet gut drauf ist, weil hier am Ende gibt es zwei relativ steile Hügel. Oh, jetzt hier das Flachstück setzen wir auf jeden Fall mal. Der hat es in den Grüppchen geschafft. Eine Minute nach vorne. Oh, fetter Nebel hier. Da vorne sind die beiden. Vielleicht können sie sich noch in die Abfahrt retten. Und da sind wir in der Abfahrt. Da würde ich mal sagen, wir bauen jetzt mal unseren Zug ein bisschen auf. Also Merlier hat doch wieder ein bisschen mehr Power zurückbekommen. Den würde ich doch mal als erstes reingeben. Der ist in der Abfahrt auch richtig geil. Oh, Dainese. Kommt dann Dohine? Dann nehmen wir Borgioli. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall Bardet. Und der nimmt dann am Ende den Erik mit. Erstmal ein bisschen sortieren hier. Fahren wir hier am Rand mit Punkt. Anscheinend muss er nicht so schnell fahren. 75 reicht wohl auch. Ja, kein Wunder. 82 in der Abfahrt. Alle dran? Jo, sind alle dran. Na, die beiden haben schon einen recht schweren Tritt, obwohl es eine Abfahrt ist. Letzte Aufbäumen der Ausreißer. Da kommen die anderen Teams nach vorne. Fahren wir hier synchron.
There are just 10 kilometers left. Ich mach pro Tritt ungefähr einen Millimeter gut, ey. Ah, jetzt haben wir uns vor die Karre gefahren, aber ist ganz gut. Sparen wir noch ein bisschen Energie. Jetzt muss aber mal ein bisschen Dampf geben hier. Wir wollen ja vorne bleiben. So, jetzt lösen wir Melje mal ab. Immer noch alle dran, ja. So, deine Nässe reicht schon, denn jetzt geht's schon in den Hügel hoch. Braucht er, glaube ich, nicht ganz so schnell. Jetzt ist die Frage, jetzt kommt eine scheiß Kurve. Er ist richtig zur Seite gefahren. Jetzt einer in unserer Parade. Die wollten nochmal angreifen. Ah, 89 ist ein bisschen zu viel. Könnt ihr nochmal den? So, nochmal 89 hier. Wieder ein Angriff hier. Tiet Beri. Boah, wo ist Erik? Da ist Erik. Fußbauer! So, Robert Stäbchen. Den habe ich ganz vergessen. Boah, jetzt ist die Frage, ey, wo geht der hin? Der Boggioli. Nach da zum Glück. Alter, der Stuart sprittet schon los. Da mal ran. Du musst jetzt unbedingt nach links weg. So, wieder ein Stopp. Ah ja, eine knappe Nummer. Schaffe ich die mehr, oder? Ich bin zwar an Stuart dran, aber die Luft ist weg. Ich versuche ihn abzudrängeln. Schafft der Erik das? Diesmal jubel ich ganz spät. Juhu! Yes! Sehr schön, Erik. Da war wohl bei Stuart der Saft auch weg. Ja, die sind hier im Hauptfeld. Ich denke mal, dann braucht ihr nicht für euch alleine fahren. Schönes Ding. Nächsten Sieg für Erik. Vierte in Folge bei diesem Giro. Oh, was für ein Nebel hier. Da ist unser letzter gerade reingefahren und da war schon das Replay. Wie schön der Erik ihn hier abdrängelt. Sehr, sehr geil. So, da kurz nachdem ich an ihm vorbei war, war mein Roter auch weg. Ah, schön im Ziel gerettet. So, weil es so schön war, nochmal auf der Ziellinie und die nächste Siegerehrung. Ja, gespannt, wie viele Punkte wir jetzt schon Vorsprung haben. Okay, Stuart wird halt hier meistens auch Zweiter. Aber ich denke mal, unser Vorsprung müsste schon relativ groß sein. Ja, zum einen hier, da Pogacar oder Alaphilippi, obwohl der gegen Pogacar, denke ich mal, in der Gesamtwertung keine Chance hat. Über 9 Minuten immer noch Rückstand. Na, hatte ich schon mal erwähnt, wird sich am ersten Berg sofort in Luft auflösen. Da habe ich dann wahrscheinlich gleich so 9 bis 10 Minuten Rückstand, obwohl ich so viel Vorsprung habe. Und mit Romain Bardet durch die... Ach nee, der hat eben keine Bergpunkte bekommen, ne? Ist immer noch vorne. Das freut mich für unser Teamkameraden. Selbst Erik ist jetzt hier drin. Auf 10. Ja, Wang auch noch dabei. So, Sprinter. Ja, das geht schon. So, grob eine Etappe, wenn wir mal keine Punkte machen sollten, werden wir gut haben. Ja, besser Nachwuchsfahrer sind wir auch da. Dann gehen wir zu den Ergebnissen. Schönes Ding, Erik. Gerade alles gesehen. Ja, wir nähern uns so langsam den 1000 Bonuspunkten. Ja, da wird das Interesse sich wieder entwickeln. Ich glaube, ich lasse das erstmal stehen, weil es könnte ja sein, dass wir jetzt die nächste Etappe auch wieder gewinnen. Jetzt wieder Flachetappe, allerdings wieder ein Brett über 200 Kilometern. Und eben auch am Ende relativ wellig.
Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil Erik ja ein sehr guter Hügelfahrer ist. Oh, und kommt hier nur auf sehr gut. Ah, das ist natürlich scheiße, vor allem weil jetzt so eine lange Etappe ansteht. Aber naja, danach ist Zeitfahren und danach ist Ruhetag, dann wird er schon wieder ausgezeichnet haben. So, Erik ist hier bei den Favoriten wieder so in der Mitte gewertet. Stuart wieder ganz oben und wir haben wieder einen Zoom auf Erik Zabel. Favorit der Redaktion Zabel wird heute sein Punktetrikot verteidigen müssen. Bisher zeigt er eine sehr gute Leistung, aber jede Etappe stellt eine Bedrohung für ihn dar. Ja, irgendwie wechselt er immer hier bei dem Zoom so ein bisschen die Trikots. Nicht schlecht. Dann sehen wir uns gleich zu dieser unheimlich langen Flachetappe. Welcome to Tortoreto Lido for the start of an eighth day that will take the riders up the coast to Pesaro. This Adriatic stage is far from flat because the 235-kilometer route turns inland at Marotta. From there, the final 100 kilometers take the peloton through the foothills of the Apennines before a return to the coast at Gabice Mare and a ride into the Monte San Bartolo Regional Park. Along the way, there are points to be won on three short climbs that present no major difficulty. This cannot be said for the steep and winding road that descends towards the finish in Pesaro. Ja, und damit herzlich willkommen zur nächsten Etappe hier beim Super Giro d'Italia. Eine sehr, sehr lange Flachetappe. Wo ist denn der andere? Da. Du bewachst mir mal den Merlier. So, da habe ich auch schon alles eingestellt. Ah, warte mal. Dieser Wermelfort, der ist halt hier schon ganz vorne. Denn übernimmst du immer die Führung hier? So, Wang ist hier. Bardet ist hier. Melier kann ich jetzt hier im Moment noch nicht sehen. Gucken wir gleich mal. Wo dümpelst du rum? Da hinten. Dann kannst du auch da hinten bleiben. Aber wir haben ja noch. Haha, der ist auch schon vorne. Und los geht's. Oh, ist ja schön. Team im Prinzip schon vorne gesammelt. Müssen wir nur noch mal Feinjustierung machen. Zum Beispiel Wang und Borgioli. Wang, komm mal ein bisschen zurück hier. Borgioli noch? Der war ganz oben, ne? Da. Du kommst auch einen kleinen Tick zurück. Acceleration by Ganna. Ah, Ganna greift an. Noch führt unser hier vorne. Aber jetzt übernimmt jemand aus Jacuzens Team. Soll mir sehr recht sein, weil es wie gesagt eine sehr, sehr lange Etappe ist. Eigentlich will ich meine gar nicht führen lassen. Und ich bin ja auch nicht so das richtige rosa Trikot. Okay, die mögen sie aber gar nicht, ne? Ja, Tempo aber richtig angezogen hier. So, die nächsten sind unterwegs. Ich lasse meinen raus. Oh, das ist das Kameramotorrad für ganz vorne. Oh, das ist die Super Action Cam. Also haben wir keine Kamera für euch. Das tut mir sehr leid. Gucken wir uns das Ganze aus der Erik-Perspektive mal an hier. Da gehen die nächsten drei ab. Oh, jetzt Melier hier vorne. Machen wir ein bisschen langsamer, Melier hier. Ja, so ist es besser. Ist wieder ein bisschen ruhiger, oder? Erik sitzt auch relativ weit vorne. So sieht das schon ein bisschen besser aus. Tja, da die hier führen, bewachst jetzt doch wieder Melier. Da hat sich die Gruppe gebildet, da würde ich sagen, ich cutte euch das hier raus und kurz hier, bevor wir in die beiden Kategorie 4 Hügel reinfahren, da nehme ich euch dann wieder mit. So Leute, etwas über 40 Kilometer, seid ihr jetzt wieder live dabei. Wir nähern uns so langsam der Gruppe. Bei mir habe ich. Some riders were not giving it their all in sharing the pace. Bei mir im Team habe ich schon mal drei reingegeben, die schon mal ein bisschen am Bolzen sind. Aber bis vor kurzem habe ich das Feld das machen lassen, habe mich zurückgehalten.
bei so einer langen Etappe immer besser. Oh, das gesamte Team hier von Alaphilippe mich geblockt. Jetzt muss er hier leider am Hügel wieder nach vorne krapseln. So, jetzt nochmal kleine Abfahrt und dann wird es nochmal richtig steil. The pack is slowly whittling away the lead. There's an attack in the group at the front. Und da geht's steil nach oben. Und bis auf den einen vorne haben wir die Gruppe jetzt eingefangen. Hermersfort hat es auf jeden Fall hinter sich. Dankeschön. Entspann dich ein bisschen. Und auch Rottenberg hat es gleich geschafft. A fall just took place in the pack. Several riders are on the ground. Bisschen Backup kann er ihm noch geben. Ich glaube, ich werde mal Wang jetzt hier rausnehmen. Vielleicht kann er sich noch ein bisschen entspannen. Falls ich den dann später nochmal brauche. 15 Sekunden hat er noch. They're moving along at a fair lick. You've just got to hang on. The pack has just reeled in the escape group. Ah, der soll mal unseren Kapitän ruhig noch ein bisschen beschützen. Warte mal, Wang mal rausnehmen aus der dritten Gruppe. Oder können wir ein bisschen langsamer machen? Nächste Hügel steht an. Oh, Borghioli führt. Okay, der führt natürlich auch mit 75 wahrscheinlich für Erik ein bisschen zu hart. Also könnte zumindest sein. Dein Nesse wird abgelöst. Da kommen Angriffe wegen der Bergwertung wahrscheinlich, oder? Things are heating up in front. Egal, wir müssen trotzdem dranbleiben hier. Nicht, dass da irgendwer wegfährt. Aber Borghioli ist schon auf dem Weg nach vorne. Jetzt hat's Rottenberg hinter sich. Dankeschön. The tempo has slowed down. Something might be cooking. It looks like Alter, reißt das hier auseinander? Ja, so ist es. The riders would seem to be okay to carry on. Ihr macht gar nichts mehr. Wang bis hier hinten zurückgefallen. Wang mal in die Führung. Der nimmt schon mal mehr je mit. Dass die 7 da jetzt rausgefahren sind. Du nimmst dann mehr je mit. Erik lasse ich nochmal hier. Bis sie vorne sind. Da haben wir doch auch schon wieder eingefahren. There's nobody out in front, so with less than 20 kilometers to go. Oh, es geht nochmal steil nach oben, ja? Erik eigentlich so weit zurück, ey, es kann gar nicht sein. The team leader is falling behind. A fall has just happened in the peloton. Several riders are on the ground. The riders are in a portion above 10%. Der hört ja gar nicht mehr auf zu labern. Auch wenn es dich ein bisschen Saft kostet, ey, häng dich mal daran. Weil irgendwie führt hier keiner mehr. Vielleicht reicht ja 80. So, Erik muss immer noch ein bisschen warten. Mit dem fahre ich aber, wie gesagt, hier lieber mit Punkt hoch. Der nicht wieder so weit zurückfällt. Das reicht schon, Alter. Erik. Wann kommt denn Borghioli? Ja, hochdrehen. Da ist Borghioli endlich. Und Wang sitzt hier. Ist denn der Rest wenigstens dran? Da ist Bade, da ist Merlier. Sehr gut. Dein Nesse. Okay, der ist schon raus. Ne, bleib mal bei 80. Wo bleiben die anderen denn? Da kommen sie. And off he goes. He's giving it one last go. Ist das Alaphilippe? Somebody's taking a tumble in the main bunch. Nee, er ist doch gar nicht weg hier. Georg Sagenhardt möchte angreifen und Sifjakov. The pace has slowed somewhat. It's perhaps due to fatigue, but I'd bet on some sort of tactical choice. 15 kilometers to the finish line. 15. Ja, Borghioli, gib mir noch mal alles. Fahr die mal rein hier.
Alle da? Ja. Bonjoli, zieh nochmal durch hier. Jetzt wird er mal von Wang abgelöst. Erstmal 90. Zack, dass er hier ein bisschen wegkommt. There are just 10 kilometers left. Jetzt geht's nochmal hoch. Bisschen runterdrehen für Erik. The riders are closing on the last 8 kilometers of the stage, which will most likely end up in a mass sprint. Power on. Wir müssen hier mit unserem Zug vorne bleiben. Jetzt geht's bergab. Noch kann ein bisschen und raus. So, jetzt kommt Bade. In der Abfahrt eine Granate. We're into the last 5 kilometers. Bade kriegt den noch rein. Lass hier bloß nicht in die Parade fahren. Erik dran. Ja. So, stopp. Hey. Erik. Things are hotting up at the front. Und das macht der Erik hier. Nächste Sieg, 5 in Folge. Yes. Die Dampfmaschine hat wieder zugeschlagen, ja. Sehr schön. The riders bringing up their rear have made it through sheer willpower. This stage was a real strength sapper. Ah, der Manager war auch ziemlich nett, dass er so viele Sprinter mit ins Team gegeben hat. Und halt, Bade hat eigentlich gar keine großartigen Helfer. Es ist natürlich möglich, dass der Manager von DSM sich mehr auf die Tour de France konzentriert, weil er nicht ganz so viele Bergfahrer hat. Das ist hinter uns. Tja, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wo Stuart reingekommen ist. Das können wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen besser sehen. Der trägt ja das Trikot des besten Punktefahrers. So, da ist Erik. Ah, da hinten ist Stuart. Nee, der ist nicht gerade gut reingekommen. Da hat er noch einen dritten gemacht. So, nochmal aus dem Hubschrauber. Da schießt einer durch, der ist irgendwie an Eriks Speicher hängen geblieben. Boah, der hätte uns, wenn das nicht passiert wäre, hätte der uns wahrscheinlich abziehen können, wa? Erik hier, unwiderstehlich, Siegerehrung. Na, vierter ist Stuart noch gewonnen. Merlier immerhin auf den siebten reingekommen. Ja, ich denke mal, reicht für die Etappe. Der Rest ist gleich geblieben. Schönes Ding. Fünfter Sieg in Folge. Und die Siegeserie wird jetzt durchbrochen werden. Denn das Zeitfahren werden wir auf keinen Fall gewinnen. Aber Entwicklung des Interesses müsste jetzt wieder kommen. Da ist es auch schon wieder. So, sehr langes Einzelzeitfahren und dann hier am Ende ein brutaler Hügel. Also ich glaube nicht, dass wir hier unser rosa Trikot verlieren, aber die werden uns hier, denke ich mal, ein paar Minuten abknapsen. Und gewinnen werden wir das auch auf jeden Fall nicht. Und wir haben aber wieder einen Zoom auf Erik Zabel, Favorit der Redaktion. Für Zabel wird es schwierig werden, nach diesem ungeliebten Zeitfahren das Trikot zu behalten. Das wird nicht leicht. Und er hat jetzt wieder das Trikot gewechselt. Ne? Also über jeder Etappe sagt er mal über ein anderes Trikot. Denn jetzt meint er ganz sicher das rosa Trikot. Aber ich denke mal, wir werden das hier behalten können. The 2019 Tour of Italy started with an unusual prologue and the theme continues with an unusual, though not unique, individual time trial.
For this ninth stage, the race organizers have produced a 34.7-kilometer route that takes the riders uphill from Riccione on the coast into the microstate of San Marino. Initially, the road climbs gently towards Faetano, but there, the slope takes on a more challenging aspect. The final 12.2 kilometers average out at 4.5%, with the first 5 kilometers of that being over 6%, as are the final two. Along the way, there are sections at over 9%. The day belongs to a ruler who can climb. Ja, und damit herzlich willkommen zum langen Einzelzeitfahren hier beim Super Giro d'Italia, kurz vorm Ruhetag. Und naja, Erik ist als letzter dran, wir sehen uns dann, wenn er auf der Rampe steht. Und da ist das rosa Trikot auf der Rampe. Stuart ist hier gerade eben losgefahren. Ey, wir scheinen sogar gute Form gehabt zu haben. Und Bardet hat zum Glück auch noch plus 1 eingefahren. Der Rest vom Team ist ja halt nicht so gut platziert, bis auf hier. Die hatten aber auch alle recht gute Form. Ja, das ist unheimlich lang, ne? Nehmen wir mal an, das ist 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72. Ich fahre jetzt so erstmal los und dann gucken wir mal, wie die Balken sich entwickeln. Uphone, Sponsor hier unten am Arsch. Ja, die Balken bei so einem langen Zeitfahren bewegen sich natürlich recht langsam. Ja, ich glaube, wir können bisschen, im Moment zumindest ein bisschen schneller machen. Ne? Ich fahre mal 75. Ja, ich glaube, das sieht im Moment gar nicht so schlecht aus. Wahrscheinlich hinten dann am Hügel. Müssen wir ein bisschen runterschalten. Aber ich denke mal so, das Flachstück können wir mit 75 fahren. Da ist so der Weiße ein klein wenig im Vorteil. Und naja, wie gesagt, hinten am Hügel geht es ja dann noch ein bisschen schneller runter. Mats Pedersen hier bei der ersten Zwischenzeit vorne. Vor Petersen oder Petersen, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Wir nähern uns auch so langsam der ersten Zwischenzeit. Bardet ist auch noch unterwegs. So, jetzt gleich noch ein Kilometer bis zur Zwischenzeit. Wir werden da, denke ich mal, auf dem Tableau nicht zu sehen sein. Kann ich mir kaum vorstellen. Ist irgendwo eine Deutschlandflagge jetzt zu sehen? He's just a few seconds shy on the intermediate check. He could win it if he's gauged his effort well. Was? Wir sind hier im Moment Dritter? Und ich meine, nach uns kommt ja keiner mehr. Denn hier los. Ja, nun gut, also durch unsere Form kriegen wir ja jeweils bei den Zeitfahren, obwohl das Prolog zählt ja nicht, kriegen wir noch zwei drauf, das ist immerhin bei 77. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht, wenn der Hügel anfängt. Ich meine, am Hügel sind wir auch nicht so schlecht. Also ich bin schon guter Dinge, dass wir hier das rosa Trikot behalten können. Im Moment ist auch auf jeden Fall der Weiße so ein ganz klein bisschen vor dem Gelben. Das könnte sich jetzt gleich ändern. Jetzt fängt es so langsam an anzusteigen. Und dann denke ich mal, müssen wir ein bisschen runter machen. Ja, jetzt kann man schon ein bisschen Bewegung im Gelben sehen. Ich mache mal jetzt schon mal auf 74. So, dann kommt gleich die nächste Zwischenzeit. Da vorne ist Stuart. Es sei denn, der... Ja, nee, Stuart hat, denke ich mal, keinen überholt. Das müsste Stuart sein. So, ein Kilometer noch. Ja, ja, das ist Stuart. Konnte man gerade am roten Trikot sehen. Hör mal, 73. The intermediate time check shows him just behind, but he's not out of it yet. Alter, wir sind immer noch auf dem dritten. Und auch nur 5 Sekunden zurück. Mats Pedersen ist allerdings auf jeden Fall am Hügel richtig gut. Mal gucken. 72 halten wir wohl nicht durch. Ne, ich mach schon jetzt auf 70. Ei, hier, er kommt kaum von der Stelle. Muss aus dem Sattel. Ah, jetzt hat der Gelbe ein bisschen Vorsprung. Das ist ganz schlecht. Das geht noch eine ganze Zeit nach oben. Ich muss noch ein bisschen runterstellen. Jetzt werden wir hier unsere Zeit verlieren.
Jetzt kapselt der Weiße wieder so ein bisschen an den Gelben ran. Erik muss schon wieder aus dem Sattel. Jetzt ist der Weiße gleich dran. Kleinen Tick Vorsprung hat der Gelbe noch. Ich meine, großartig von der Stelle kommen wir hier mit Erik im Moment nicht. Ah, Mist, ey, der Gelbe hat immer noch Vorsprung. Jetzt wird es gleich ein bisschen flacher. Da geht er nochmal aus dem Sattel. Attention, it's a new best time. Pogacar, das war zu erwarten, dass er sich sehr gut platziert. Es geht sogar ein klein wenig bergab erstmal. So, der Weiße ist jetzt dran. Ich mache mal wieder auf 70. Jetzt hat der Weiße sogar einen kleinen Vorsprung. Jetzt geht es allerdings wieder ein bisschen nach oben. Immer noch 4 Kilometer. Jetzt wieder runter und zum Schluss geht es dann wieder ein bisschen nach oben. Ich glaube, ich bleibe erstmal lieber bei 70. Letzten zwei. 72. 1,5 jetzt noch. Und der letzte Kilometer ist angebrochen. Noch haben wir ein bisschen gelb. Ich glaube, es müsste mit 72 ungefähr passen. Jetzt ist es nochmal ein bisschen steiler zum Schluss. Fußbauer! Da sind wir drin. Und zack, sind wir nicht mehr zu sehen bei der letzten Zwischenzeit. Das hatte ich auch so erwartet. Aber wir haben uns hier ganz gut durchgeboxt und das rosa Trikot haben wir immer noch. Und ich glaube, so viel Abstand wird es jetzt auch nicht sein. Ne, der Pogacar, okay, der hat uns fast 4 Minuten abgenommen bei diesem Zeitfahren. Selbst Stuart konnte seinen zweiten Platz hier noch behaupten. Jetzt sind hier so langsam die ganzen Sprinter rausgeflogen. Ja, Alaphilippi, er war ja auch ein bisschen besser platziert wie der Rest. Ja, Bergwertung hat Bardet jetzt leider verloren. 2 Punkte im Moment zurück. Ja, Punktetrikot tragen wir auf jeden Fall noch und mit einem riesen Abstand. Und ja, Nachwuchsfahrerwertung haben wir immer noch über 8 Minuten Vorsprung. Und im Team sind wir immerhin auf Platz 3 gewertet hier. Ja, können wir zu den Ergebnissen gehen. Ich bin mal gespannt, welcher Erik geworden ist. Also Wang ist 21. geworden. Überrascht sieht, was ich hier am letzten Hügel verloren habe. Bei der zweiten Zwischenzeit waren wir noch 5 Sekunden zurück und jetzt hier 3,54. Natürlich ganz schön heftig. Den Rest hat man ja gerade alles gesehen. 11 Punkte gibt's dafür, 908. Wir nähern uns so langsam den 1000 und haben jetzt hier das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. 2 Etappen konnten wir mit Erik wieder reißen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, bis dann und ciao.